Hi, in diesem Video geht es um das Thema Moodboards. Ich werde erklären, was so ein Moodboard in der Filmproduktion für eine Funktion hat und wie ihr ganz einfach, ohne irgendwelche Vorkenntnisse oder Zeichenskills, so ein Moodboard erstellen könnt. Viel Spaß mit dem Video! Ja, was ist ein Moodboard? So ein Moodboard hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Storyboard, ist aber nicht ganz das gleiche. Bei einem Storyboard zum Beispiel hat man schon verschiedene Kamerapositionen unter Umständen drin, sodass dann wirklich auch der Kameramann und alle Leute vom Team genau wissen, wie der fertige Film gedreht wird. Ein Moodboard ist quasi so eine Stufe davor, das heißt, bei einem Moodboard sorgt man einfach nur dafür, dass das Team und der Kunde so eine gewisse Richtung von einem Film sieht, aber ohne das jetzt zu genau zu konkretisieren. Der große Vorteil bei so einem Moodboard ist, dass man dafür eigentlich gar keine Zeichenskills braucht. Ich zum Beispiel bin kompletter Noob, was Zeichnen angeht. Ich nutze bei den Moodboards immer Google-Bilder oder irgendwelche Stockfotos, was auch gar kein Problem ist. Das heißt, ich gehe dann einfach ins Internet und wenn ich eine gewisse Idee habe für einen Film, suche ich mir dann spezielle Szenen irgendwie raus. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie bei Nacht eine Großstadt filmen möchte, googelt man halt einfach Großstadt bei Nacht, sucht sich dann das schönste Bild davon raus und speichert sich das. Und so kann man dann eben von einer Idee, die man hat, ein komplettes Moodboard erstellen, einfach kostenlos mit irgendwelchen Google-Bildern. Rechtlich gesehen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man einfach so Stockfotos nimmt oder von Google irgendwelche Bilder, denn das Moodboard wird ja in der Regel intern verwendet, das heißt, es wird dann nicht irgendwo veröffentlicht. Deshalb muss man sich auch bei den Bildrechten da jetzt keine Sorgen machen. Wenn man so ein Moodboard erstellen möchte, ist es sehr wichtig, dass man sich an so eine gewisse Form hält und alles so ein bisschen schöner macht. Gerade wenn man das mit einem Kunden absprechen möchte, kann es von Vorteil sein, nicht die Bilder einfach irgendwie random zusammenzuklatschen, sondern dass man sich so ein schönes Muster irgendwie macht. Das heißt, die Bilder vielleicht auf eine gleiche Größe bringt und dann alles auf einem PDF oder in Photoshop oder sowas schön anordnet, damit der Kunde auch so eine gewisse Freude daran hat, sich das anzugucken. Was man auch machen kann, zum Beispiel bei einem Musikvideo, wo ja schon der fertige Song von Anfang an quasi feststeht, ist, dass man sich so ein Moodboard in Videoform erstellen kann. Das heißt, man kann dann im Schnittprogramm einfach die verschiedenen Stockfotos schon an die richtigen Stellen im Musikvideo legen und so kann dann auch der Musiker oder der Kunde, wie auch immer, direkt sehen den genauen Ablauf von dem Film. Übrigens ist es nicht nur interessant für den Kunden, sondern auch sehr interessant für Schauspieler oder Teamkollegen, die halt bei diesem Film mitwirken, damit die einfach sehen können, wie der ganze Film dann im Endeffekt später mal aussehen wird. Was man aber in der Regel eben nicht sieht bei diesem Moodboard, sind verschiedene Kamerapositionen. Das ist dann schon eher eine Sache vom Storyboard, wobei ich muss sagen, ich habe mit so einem Storyboard noch nie gearbeitet. Das heißt, man muss sich zusätzlich von so einem Moodboard dann noch irgendwie so eine Shotliste erstellen, damit man dann beim Drehtag direkt weiß, welche Shots man alles noch filmen muss. Ja, das war's schon wieder von mir zum Thema Moodboards. Ihr habt gesehen, das ist eigentlich eine ziemlich unkomplizierte Sache. Es macht Spaß, so ein Moodboard zu erstellen, muss ich sagen. Es geht sehr, sehr schnell und es hilft tatsächlich sowohl Kunden als auch allen Teamkollegen bei dem Film. Ist also eine sehr, sehr nützliche Sache und kann ich echt nur jedem empfehlen, sich sowas mal zu erstellen. Ich nutze das jetzt nicht bei jedem Dreh, aber tatsächlich bei den Musikvideos, bei den letzten, die ich jetzt erstellt habe, habe ich immer so ein Moodboard erstellt und ja, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.